Passiert ist. Voll die Seuche. Voll die Rotze hier. Schnee, Schnee, Schnee. Und Schieferschnee. Ja. Ist nicht so schön. Aber naja. Muss ich durch. So, holen wir jetzt noch einen Refill-Kaffee. Und hier sieht man mal, dass es schön geschneit hat heute Nacht. Widerlich. Zigarrenraum. Morning. It's open? It's not. Okay, no problem. Is it open? Yeah, I unlocked it. Oh, okay. I don't need it. It's okay. Did you get diesel? No. $1.50. Thank you. Thank you. You have a good day. You too. Thanks. Yes,
So, volle Beleuchtung hier. Beim Truck. Jetzt hat der Kunde mich dreimal angerufen. Beim ersten Mal war es 8 Uhr, beim zweiten Mal war es 8.45 Uhr. Und jetzt ist es um 9 Uhr, dass ich meine Ladung liefern kann. Klasse, kann ich jetzt noch eine Stunde hier rumstehen. Naja, it is what it is. Eiszapfen hier im Auto. Ja. So, wieder schnell ins Warme. Okay, also das war mal ein Eindruck von Rucksack hier. Und wir haben es jetzt 8 Uhr, kurz vor 8. Ich werde noch eine halbe Stunde warten und dann losfahren. Also bis dann. So, bin jetzt fertig hier. Bin jetzt leer mit meiner Ladung. Und jetzt geht es nach Ohio zum Laden. Und dann wieder zurück nach Florida. Left curve ahead. So, hoffentlich geht alles gut hier. Zieht ja nach rechts nicht, da hier jetzt. Pumpe kriege ich jetzt hier und die haben nicht
Wir haben keinen Gabelstapler mehr, hier ist noch zu lang. Jetzt müssen wir die wahrscheinlich mit einem anderen Truck darauf fahren. Naja, wird noch lustig. Schauen wir mal. Bis später. Dienstag haben wir heute und
habe ja gestern meine komische Maschine geladen. Ihr habt da ja gesehen, das ist übrigens eine Betonpumpe. Und hatte ja nicht mehr so viel Fahrzeit auf der Uhr. Bin dann auf den Truckstop angekommen, weil ich dann noch tanken musste. Und habe dann auf meine Fahrzeit geguckt, war nur noch 1,5 Stunden Fahrzeit. Also es hätte sich nicht gelohnt, dann wieder loszufahren für 1,5 Stunden und auf dem nächsten Truckstop stehen zu bleiben. Also das ist Schwachsinn. Also bin ich hier stehen geblieben. Und wie soll es auch anders sein, wo ich heute früh aufgewacht bin? Es hat über Nacht geschneit. Ja. Nicht schön. Mag das nicht. Aber naja. Warte jetzt noch bis 7 und fahre dann los. Hoffe, dass die Straßen frei sind. Und habe jetzt insgesamt noch 24,5 Stunden reine Fahrzeit bis zum Ziel nach Florida runter. Also 1441 Meilen. Kannst euch ja mal einen Kilometer mal schnell umdödeln. 1400, wie viel? Nur mal 1400 rund. Ne? 1440 Meilen. Machen wir mal. Sind 2317 Kilometer, die ich jetzt in den nächsten 2 Tagen fahren muss. Also muss Donnerstag früh dort ankommen. Donnerstag früh, deswegen wollte ich eigentlich so früh wie möglich losfahren, dass ich wieder so früh wie möglich stehen bleiben kann und wieder so früh wie möglich losfahren kann, dass ich das alles wieder ein bisschen nach hinten verschiebe. Aber irgendwie habe ich keinen Bock. Und keinen Bock auf die Schneestraßen. Ich warte lieber noch ein bisschen, bis die Straßen frei sind. Und dann fahre ich los. Muss man mal mit Scheibenwischer an. Ja. Nicht so eingefroren wie gestern. Es hat nicht so viel geschneit wie gestern. Es war okay. Also vielleicht, weiß nicht, ob man das sieht da auf dem Spiegel. 2 Zentimeter oder so. Oder 1 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter. Auf jeden Fall hat es geschneit und es schneit irgendwie immer noch so ein bisschen. Bin froh, wenn ich in North Carolina bin, Virginia hinter mir habe. West Virginia, Virginia und dann North Carolina. Aber erstmal muss ich durch die Berge durch. Und na, wird noch spaßig. Aber ich hoffe, da hat es nicht geschneit, dass die Straßen da trocken sind. Weil sonst komme ich ja nicht voran. Wenn man mal so langsam fahren muss, macht ja auch keinen Spaß. Naja. Bleib mal dazu, Dienstag und weiter geht's. Meld mich später im Laufe des Tages und dann ziehe ich noch irgendwelchen Stuss. Und ja, also bis dann. Bye bye. Maus. Okay. Schalte mal. So, jetzt habe ich mich entschieden loszufahren. Und mal schauen, bei der Road sagen. Meine Frau hat mir gerade eine E-Mail geschickt über einen Bericht, den sie in Missouri. Missouri war gestern ein Massencrash mit LKWs und PKWs und Toten wegen einer vereisten Straße. Und das ist halt der Grund, warum ich im Dunkeln in diesen Gegenden, nicht unbedingt fahren möchte, weil man das nachts schon gar nicht sieht, ob die Straße vereist ist oder nur nass ist. Das sogenannte heimtückische Black Ice. Und am Tage sieht man es ja immer noch, aber nachts. Und deswegen vermeide ich eigentlich im Dunkeln hier so zu fahren und warte, bis hell ist. Da können die, 800 feet, take the entrance to the right on I-71 south. Da können die noch so lange, so schnell fahren auf der Autobahn, weil die meisten, die können das eh nicht einschätzen oder wollen das nicht einschätzen oder was auch immer. Für mich ist eigentlich nur wichtig, anzukommen, heile anzukommen. Und wenn man da warten muss, muss man halt warten und fertig.
So, bin jetzt an der Säule hier. Mal hier 100.000 Zahlen und Informationen hier eingeben an dieser Säule. Hier, guckt euch das mal an. Leuchtet gleich eine Wäsche, oder? So. Check machen. Meine Fresse ist die Karre dreckig. Fest. 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 Seine drei Autos sind mit Sicherheit leichter als meine olle Betonpumpe hier. So, nochmal Pause, 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 Pause. So, ich habe jetzt noch genau 4 Stunden und 3 Minuten. Fahren. 4 Stunden, 3 Minuten. So. Mal gucken, was meine Gesamtzeit ist bis hin. 17 Stunden, 18 Stunden, 4 Stunden. Montag früh, Donnerstag früh 4 Stunden fahren. Naja, sehr, sehr, sehr knapp. Weil ich muss zwischen 7 und 8 abladen. Ja. Morgen 10 Stunden. Wird sehr knapp. Wenn ich jetzt noch 4 Stunden fahre, ich mache jetzt meine Pause 30 Minuten. Ja, 15 Uhr, dann kann ich um 7 stehen bleiben. Ja, kann um 5 weiterfahren.
weiterfahren. Naja, klappt schon. Naja, melde mich später. Cincinnati, 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 Cincinnati. Ja, Cincinnati ist ja auch so eine State Border. Warning ahead. Right curve ahead. City nach Kentucky. Gleich bin ich in Kentucky. Mal über die Brücke hier rüber. Fast. Und dann sind wir schon in Kentucky. Kentucky Fried Chicken.
mit viel Glück bin ich nächstes Wochenende nochmal zu Hause, weil ich muss mein Reset ja machen. Und wie gesagt, mit viel Glück bekomme ich vielleicht eine Wochenendladung, eine kurze. State order ahead. Also nicht eine Wochenendladung, sondern nur eine kurze Ladung von Donnerstag zu Freitag meinetwegen oder zu Montag, ist mir auch wurscht. Irgendwo nach South Carolina oder North Carolina oder so. Und kann dann mein Reset zu Hause machen und Montag dann irgendwo abliefern. Na nee. Mal gucken. Wenn ich Musik halt in Florida bleibe, bei den Keys unten, ja, ist bestimmt auch nicht so schön. Aber zu Hause wäre halt schon schöner. Ja, das mal dazu. Wir hören uns dann morgen wieder oder sehen uns dann morgen wieder. Wenn ich starte. Bis dahin, tschüssi und bye bye. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Nacht zu Hause im eigenen Bett schlafen war sehr schön. Und bin jetzt wieder on the road. Bin jetzt mittlerweile durch Columbus durch. Columbia durch. Columbus ist ja oben in Ohio, Columbia ist hier in South Carolina. Columbia ist zum Beispiel die Hauptstadt von South Carolina. Und ja, 35 Meilen noch bis zur Interstate 95. Und die dann straight down nach Florida. Hat mir schön Frühstück gemacht, lecker Stullen, gekochte Eier. Ja. Meine Hundis haben sich gefreut. Und gleich noch Wäsche gewaschen. Heute werde ich auch noch einen Truckstop machen. 100.000 Leute schon vorher hier und ihre Wäsche gewaschen haben. Das ist nicht so mein Ding. Naja, wie gesagt, bin jetzt wieder unterwegs. Und, und es ist angenehm warm draußen. Draußen so 10 Grad oder so, oder 12. Schön. Geht Schnee mehr. Hat vorhin ein bisschen geregnet, aber ist okay. Kann man leben, besser als Schnee. Ja. Salz ist auch ein bisschen weggespült worden. Sieht auf jeden Fall schon wieder sauber aus, mein Auto. Aber in der Wäsche muss er trotzdem. Ja. Hört mal zu den heute. Was ist denn los heute, ey? Zuckenleben. Und ja, auf jeden Fall. Hört man zu dem heutigen Morgen und dann gibt es auf jeden Fall noch ein paar Bilder von unterwegs, von meiner Reise nach Florida, in die Wärme, vom Schnee in die Palmen. Dazu. Wir sehen uns dann später bestimmt nochmal und zwischendurch und überhaupt und heute Abend. Bye bye. So, neues Spiel, neues Glück. Mal wieder Agriculture. Waystation ahead. Waystation. Mit dem roten Licht. Oh! Nein! Also das ist ja... Nein! Boah! Das ist ja kaum zu glauben. Grünes Licht.
Bypass Waystation. Na, die haben zu viel zu tun, stehen an. Ne? Wow. Hammer. Na, jetzt brauchen wir bloß noch an der nächsten Wegestation grün. Andere Seite ist auch voll. Dann war mal wieder die Liegestation. Wieder ein paar Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Die sind aber schnell getrocknet. Weil beide Male mehr oder weniger Bypass-Waystation, also vorbeifahren. Beim zweiten Mal halt nicht ganz vorbeifahren, musste zwar reinfahren, aber brauchte nicht auf die Wiegespur. Konnte dran vorbeifahren. Und beim ersten Mal war die Frage ja schon geschlossen wegen Überfüllung, mehr oder weniger, und deswegen Glück gehabt. Hier am Truckstop angekommen oder steht schon eine Weile. Hab mein Auto noch poliert. Das hat ein bisschen geschützt es jetzt. Salz ist weg, mehr oder weniger. Nächstes Mal irgendwann noch eine Unterbodenwäsche mitmachen lassen. Konnten sie hier nicht machen. Und ja, Auto ist wieder schön sauber. Und werde jetzt mal gucken, ob ich noch Internet kriege. Und dann werde ich mich in die Heier legen und ein bisschen schlafen, weil morgen früh, ganz früh ist die Nacht vorbei, um 2:30 oder so, oder 2:30. Ja, dass ich so 7 da bin. Ich habe noch 4,5 Stunden zu fahren. Und ja. Also,
In diesem Sinne, bis morgen. Tschüssi und bye bye. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt auf dem Overseas Highway, US Highway Number 1 oder Dixie Highway genannt. Und ich habe noch 34 Meilen Rest. Ja, das Wetter ist schön, ein bisschen bewölkt, aber. Am Strand anhalten, ne? Also, wenn man schon hier ist. Also bis später, bye bye. So ihr Lieben, mein Trailer ist wieder leer. Habt ihr ja gesehen. Und jetzt werde ich nochmal an den Strand gehen. Oder hier mal das Nass angucken, ne? Ja, ist schon geil hier. Wie gesagt, es ist warm. 25 Grad und ja, könnte ein bisschen freundlicher sein, aber ist ein bisschen bewölkt, aber okay. Kann man mit leben, besser als Schnee oder so Mist. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt Richtung Meilenniedern fahren und ja, Richtung Norden auf jeden Fall. Versuche eine Ladung zu kriegen Richtung South Carolina, weil ich muss mal ein Reset machen, weil noch mehr Recap Hours habe ich nicht, also ist nicht mehr viel, was ich habe für nächste Woche. Für die Woche würde vielleicht noch reichen, aber auf keinen Fall mehr für Wochenende. Und von daher sitzt ein Pelikan. Und von daher muss ich ein Reset machen. Das ist noch ein Pelikan. Pelikane. Und ja. Theoretisch könnte ich hier unten mein Reset machen. Aber. Ja, obwohl hier ein Hotelzimmer nehmen würde. Jetzt mal angehalten hier am Wasser und mal gucken, ob ich hier was zu essen kriege oder ein Käffchen oder so, wäre nicht schlecht. Und ja, mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück, wenn nicht wenigstens mal die Füße ins Wasser halten oder so. Ist doch schön hier, oder? So kann man es aushalten, ne?
klar Wasser hier, ey. Wahnsinn. Sehr schön. Das gefällt mir. Ja, dann werde ich mal gucken da in dem Caribbean Club, ob es da was gibt. Schauen wir mal. Bis später. So, jetzt bin ich in Fort Lauderdale und habe mir lecker deutsches Brot gekauft, Sonnenblumenbrot, in der Bakery Edelweiß. In der Bakery Edelweiß, da habe ich meine ersten amerikanischen Erfahrungen gemacht im Arbeitsleben hier in den USA. Aber es war nichts. Und bin dann wieder zurück nach Deutschland und glaube zwei oder drei Wochen später oder einen Monat später bin ich dann nach South Carolina gegangen. Ja, und jetzt, wo ich schon mal hier bin und Zeit habe, dachte ich mir, da hole ich mir doch noch ein Brot und habe mir auch zwei Stückchen Kuchen gekauft. Einen Pflaumenkuchen und eine Schokorolle. Mal sehen, bin ja gespannt, wie der Zeug schmeckt. Naja. Ja, jetzt tingle ich hier noch rum in Fort Lauderdale. Und in a half mile, take the entrance to the right on I-95 North. Schauen wir mal, was ich noch so anstellen kann hier. Ja, ja. So, Freunde der Heimat, bin jetzt auf meinem Truckstop angekommen, auf dem ich heute, oder von dem ich auch heute früh losgefahren bin, in Fort Pierce, St. Lucie, Florida, und hoffe, dass ich von hier eventuell irgendwo hin Richtung Nord. War gerade mein Akku mal wieder alle. Ja, Richtung Norden, Richtung zu Hause, weil ich muss ja meine 34 Stunden Pause machen, mein Reset, und ja, hoffe, dass ich morgen noch was kriege, weil Zeit habe ich noch genug auf Uhr, würde noch passen, und dann könnte ich zu Hause schön meine Pause machen. Bräuchte jetzt nicht hier in Florida bei der Hitze hier rumsitzen. 27 Grad Celsius. Und es war schön, klar, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt ein Campground hätte, irgendwo ein Zelt, mein Zelt aufstellen könnte oder so, dann okay. Gut, wenn ich jetzt keine Tour kriege, werde ich das wahrscheinlich auch machen. Dann werde ich mir irgendwo ein Campground suchen. Hier in der Nähe ist auch einer. Werde da anrufen, ob die noch Plätze haben. Werde da hinfahren, kann meinen Trailer abkoppeln. Kann dann mit dem Auto noch ein bisschen rumfahren. So, ohne Trailer ist natürlich auch wieder was Schönes. Und kann da mein Zelt aufbauen und kann da halt mein Wochenende verbringen. Aber ich hoffe ja, wie gesagt, dass ich eine Tour kriege. Und ganz easy dann Richtung nach Hause fahren kann. Aber naja, wird sehen, was passiert. Auf jeden Fall ist das Video hier beendet. Und zu den Leuten, die gerne diese Recap-Hour-Erklärung haben wollten, werde dafür ein extra Video machen, weil das sonst einfach zu lang wird und ja, dann kann ich es auch nicht so richtig schön erklären, weil ich mich dann kurz fassen muss und so weiter. Also ich werde dafür ein extra Video machen über diese Recap-Hours. Ja, Logbuch, Elektronik-Logs habt ihr wahrscheinlich schon bei den anderen Leuten gesehen, bei Mirko oder so. Und wenn nicht, dann werde ich das natürlich auch gerne nochmal erklären, wie das funktioniert, wenn Interesse besteht. Aber auf jeden Fall, gut, ich werde das wahrscheinlich sowieso so ein bisschen verbinden miteinander mit den Elektronik-Logs und den Recap-Hours, dass er die, weil sonst wisst ihr ja nicht, worum es geht. Also muss ich das eh verbinden. Dafür, wie gesagt, ein extra Video, weil sonst
das Video einfach zu lang wird. Und damit ist dieses Video jetzt beendet. Vielen lieben Dank für die Abos. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Glöckchen klicken, dass ihr Bescheid wisst, wenn ein neues Video kommt. Und Kommentare schreiben, liken oder disliken, wie ihr wollt. Und ich versuche auch so schnell wie möglich auf die Kommentare zu antworten. Und ein paar Leute wissen ja, dass ich auch schnell antworte. Ne? Ja, wie gesagt, Schluss aus, vorbei jetzt. Will euch jetzt nicht lange voll labern hier mit irgendwelchen Schwachsinn. Cut. Bye bye.